Freunde Sikors, mein Name ist Alio Kasi. Und mein Name ist Mario Reinwald, hallo. Heute geht es um Marketing-Funnels, ja, könnt ihr euch so vorstellen, wie so ein Trichter. Und da bist du der Experte. Genau, richtig. Also ich bin der kontroversen Meinung, dass es nicht die cleverste Idee ist, mit bezahlter Werbung direkt auf einen Online-Shop Werbung zu schalten. Einfach aus dem Grund, weil ein Online-Shop an sich in der Regel schlechter konvertiert als ein Marketing-Funnel oder eine Landing-Page. Das heißt, in den meisten Fällen empfehle ich, wirklich eine Landing-Page oder einen Marketing-Funnel aufzubauen. Vor allem dann, wenn du wirklich Geld in die Hand nimmst und in bezahlte Werbung investierst. Weil da ein normaler Online-Shop einfach ja nicht ausreicht und gar nicht dafür gedacht ist. Das ist super für organischen Traffic, das ist super für SEO-Geschichten. Aber wenn du wirklich anfängst, mit bezahlter Werbung durchzustarten, dann brauchst du einen Marketing-Funnel. Definitiv, und es gibt da mehrere Möglichkeiten beim Marketing-Funnel. Also gehen wir mal die klassischen, beispielsweise ein Blogartikel, ein Selbsttest oder ein Video. Was gibt es noch? Es gibt einen Buch-Funnel. Das können wir auch machen. Je nachdem, was man, wenn man erklärungsbedürftige Produkte hat, macht es Sinn, ein Buch voranzustellen, um das Produkt erstmal zu erklären und dann erst das reale Produkt zu verkaufen, was man verkaufen möchte. Es gibt die Möglichkeit, einen Webinar-Funnel zu bauen für hochpreisige, erklärungsbedürftige Produkte. Also gerade wenn ich im E-Commerce bin und jetzt Produkte verkaufe für 1.000, 2.000, 3.000 Euro, wo man nicht sofort eine Kaufentscheidung trifft, wo man erstmal drüber nachdenkt, wo Sachen erklärt werden müssen, da macht zum Beispiel ein Webinar-Funnel Sinn. Da würde ich eher in diese Richtung gehen. Okay, ein Webinar-Funnel wäre beispielsweise, ich gebe ein kostenloses Webinar zu Thema XY, sammle dann die ganzen E-Mail-Adressen und dann, nachdem ich die E-Mail-Adressen habe, schicke ich den allen einen Newsletter und sage, hey, so, danke, dass du teilgenommen hast und so weiter. Wenn du mehr über das Thema erfahren möchtest, dann kauf dir Kurs XY. Beispiel für E-Commerce wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Wasseraufbereitungsanlage verkaufe, die mal schnell 2.000, 3.000 Euro kosten kann. Das ist ja nichts, was ich jetzt irgendwie, ich sehe eine Facebook-Werbeanzeige, klicke auf den Online-Shop und dann treffe ich dann eine Kaufentscheidung so und zack, gebe ich 3.000 Euro aus. Da muss ich erstmal verstehen, was hat das für einen Nutzen für meine Familie, was bringt mir das für meine Gesundheit, was bringt mir das langfristig. Wenn ich das verstanden habe, macht das für mich Sinn und dann würde ich wahrscheinlich kaufen. Und da macht es zum Beispiel Sinn, ein kostenloses Webinar-Training anzubieten, 7 Tipps, wie Wasser eben deine Gesundheit steigern kann, wie Wasser dein Leben verändern kann, wie du mit Wasser vielleicht Krankheiten vermeiden kannst, dass man quasi einen Aufhänger hat, wo man einfach erstmal Content gibt, wo man dann eine Stunde, ich sag mal, erstmal informative Informationen in dem Webinar gibt, auch erstmal erzählt über die Firma, warum das Produkt so gut ist. Und am Ende des Webinars kann man ja dann zum Beispiel entweder direkt auf den Online-Shop verweisen oder was man auch machen kann, ist, man kann eine kostenlose Beratungssession nochmal zusätzlich anbieten für Leute, die mehr erfahren möchten und dann am Telefon den Abverkauf machen. Und so kriegt man es auch eben hin, gerade hochpreisige Produkte im E-Commerce dann auch trotzdem über bezahlte Werbung an neue Interessenten abzusetzen, weil das würde sonst nicht funktionieren. Das klappt einfach nicht. Facebook-Werbeanzeigen, die kennen dich nicht, die kennen deine Marke nicht, das Produkt nicht, die wissen nicht, was das Produkt alles kann, auf einen Online-Shop und dann direkt die Transaktion machen. Das funktioniert nicht. Ja, ich hätte ein gutes Beispiel. Ich möchte zunehmen. Und jetzt sehe ich die ganzen Transformationen. Hey, nimm dieses, keine Ahnung, da gibt es verschiedene Kurse, die ich teilnehmen kann, mit nochmal Produkten und so weiter. Ich bin ja der beste Kunde, den man bekommen kann. Ja? Zum einen kaufe ich die Kurse und kaufe mir dann Protein oder sonstiges. Wie würdest du mich catchen? Ich will mich transformieren. Okay, also die Schwierigkeit ist ja, du weißt jetzt schon, du möchtest dich gerne transformieren, du möchtest gerne zunehmen. Ich weiß, dass ich zunehmen will. Okay. Und ja. Ich möchte auch gerne mich transformieren. Das habe ich so im Kopf, aber ich handle noch nicht. Die Aktion ist noch nicht gekommen, sondern ich bin erstmal noch so, wie soll ich sagen, am drüber nachdenken. Ja, also ich meine, ein Beispiel wäre dann gerade jetzt im Supplement-Bereich, es läuft ja dann auf eine Nahrungsergänzungsmittel-Geschichte hinaus. Wir haben da auf Facebook sehr strenge Richtlinien für Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, es könnte sein, dass selbst wenn du gute Produkte verkaufst, trotzdem nicht die Anzeigen durchbekommst. Das Problem haben wir sehr oft in der Praxis. Also selbst wenn du wirklich ganz legitime Produkte verkaufst, mit Verkehrsfähigkeitsbescheinigung, mit allem drum und dran, kann es da zu Ablehnungen kommen. Und da kann es zum Beispiel Sinn machen, ja, vielleicht sogar einen Buchfunnel aufzubauen. Das heißt, dass ich erstmal ein Buch schreibe und erstelle über das Thema, ne, wie kann ich schnell zunehmen oder die Zunehmformel oder 7 einfache Schritte zum Zunehmen und dieses Buch erstmal anbiete. Da gibt es den sogenannten Free Plus Shipping Funnel. Das heißt, ich gebe das Buch kostenlos heraus gegen Versandkosten, sammle damit quasi erstmal Kontakte und kann die dann im zweiten Zuge
per E-Mail-Marketing das Produkt vorstellen. Und das Schöne ist natürlich auch bei einem Buchfunnel, ich kann hier... Ich bin einmal sogar reingefallen. Du hast das reingefallen. Das war ein ganz cooles Buch. Das war Reicher als die Geissens, glaube ich. Ja, von Alex Fischer. Genau, das ist, der kommt auch aus Düsseldorf, oder? Genau, richtig. Ja, ja, das habe ich eben gesehen, fand ich super interessant. Da habe ich gedacht, okay, sowieso kostenlos. Ich musste Versandkosten nur zahlen. Aber das Buch war kostenlos. Ich musste Versandkosten zahlen. Ich habe dann das Buch bekommen, habe es sogar gelesen. Fand ich eigentlich ganz okay. Und der hat mich gecatcht. Mhm. Ja, genau. Für Alex Fischer habe ich auch mitgewirkt. Also unter anderem in vielen anderen Experten. Dann hast du mich gecatcht. Und das Spannende ist ja auch, ich darf jetzt die Zahl nicht sagen, aber Alex, wenn er ein Buch verschenkt, verdient er natürlich ein Vielfaches pro verschenktem Buch, weil eben dann gezielte Angebote dann folgen und dadurch wird eben das Geld verdient. Es ist halt eine sehr schöne Methode, weil du baust natürlich extrem krasses Branding auf. Also es ist auf jeden Fall eine sechsstellige Zahl, die mittlerweile an Büchern rausgegangen sind. Dementsprechend eine sechsstellige Kundenliste, an die Alex jetzt jederzeit verschicken kann. Und das macht natürlich auch Sinn, gerade im E-Commerce-Bereich sowas aufzubauen. Vor allem, wenn ich jetzt Nahrungsergänzungsmittel verkaufe, das ist ja auch so ein Produkt, viele glauben ja immer noch, wenn ich da so eine Kapsel runterschluck, dass das schlecht für den Körper ist. Wenn ich aber mit natürlichen Substanzen arbeite, ist das ja nichts anderes als einfach Pulver, was da in so Kapseln abgefüllt wird, wovor viele Angst haben. Und diese Angst kann ich ja in dem Buch sehr gut nehmen. Da kann ich auf dieses Thema eingehen. Diese ganzen Einwände, die ich vor dem Kauf habe, die kann ich da behandeln, bearbeiten und dann quasi im Buch auch schon das Supplement dann vorstellen zum Beispiel. Okay, also gehen wir mal einen anderen Schritt. Wie wäre es denn, wenn du eine Videoserie machst zu einem Thema auf YouTube oder so? Wie könnte dieser Funnel aussehen? Bei der Videoserie gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, das habe ich einmal für einen Kunden umgesetzt, ist ein bisschen aufwendiger und zwar mit Parametern. Ich gucke gerade, ob ich es aus dem Kopf noch hinkriege und zwar meine Idee war einfach, da ging es auch darum, dass sich die Interessenten für ein Online-Training anmelden sollten, was aber erst in 10 Tagen stattgefunden hat. Und ich wollte, dass wir auf diesem Online-Training Leute haben, die diese Person schon gut kennen, dass schon ein gewisses Vertrauen da ist. Und das ist ja schwierig, sowas auf Knopfdruck irgendwie zu erzeugen. Und ich wollte genau das haben. Ich wollte Vertrauen auf Knopfdruck, sodass die Leute, die im Online-Training dabei sind, dass sie dieser Person vertrauen. Die wissen, okay, das ist der Guru, das ist der Experte in diesem Bereich. Und das habe ich gemacht, indem wir einfach 4 Videos produziert hatten. Und die Leute, ich habe die Werbung quasi für das Video 1 geschalten. Ich gebe euch jetzt mal ein Beispiel, quasi www.marioreinwart.de/Video 1 und jetzt habe ich noch ein Fragezeichen Erstbesuch und Fragezeichen, damit könnt ihr quasi Parameter setzen und dann habe ich quasi eine zweite Kampagne gebaut, wo ich diesen Parameter, also wo ich Fragezeichen Erstbesuch ausgeschlossen habe, beziehungsweise nur diese Kampagne starte, wenn die das Video 1 gesehen haben. Die Idee ist einfach, die gucken sich das Video 1 an, haben das Video 1 gesehen und erst dann bekommen sie das Video 2 zu Gesicht und das kann ich ja steuern über diesen Parameter. Das heißt, nur diejenigen, die Video 1 besucht haben, mit Fragezeichen Erstbesuch, bekommen das zweite Video zu Gesicht, sage ich jetzt mal. Und dann mache ich das dritte Video und das feuere ich erst, wenn das Video 2 gesehen ist und Video 4 natürlich erst, wenn das Video 3 gesehen ist. Und dann schließe ich jeweils immer die anderen Videos aus, sodass es nicht zu Überlappungen kommt. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Idee ist einfach, dass man quasi Leute durch diese Videostrecke durchführt, dass sie erst Video 1 sehen, dann Video 2, dann Video 3, dann Video 4 in dieser Reihenfolge und dann auf das Online-Training kommen und einen extrem krassen Vertrauensvorschuss haben, weil die ja schon 4 Videos à 10 Minuten gesehen haben und schon bereits wissen, dass du der absolute Oberexperte in diesem Thema bist. Das hast du umgesetzt? Das habe ich umgesetzt. Das sind mega Ideen und das Traurige ist, dass es so wenige in Deutschland gibt, die wirklich solche Ideen auch umsetzen können oder besser gesagt, die so viel Kreativität haben, um sich Gedanken zu machen, wie man da so ein Trendsetter wird. Also das ist ja wirklich, gerade im deutschen Markt ist das Trendsetten. Es gibt ein paar Nerds, die wirklich gut sind, ja, keine Frage, aber es sind wenige. Ja, und meistens die es wirklich drauf haben, machen es für sich selber. Richtig, also die bieten das nicht als Dienstleistung an, dass man jetzt sagen kann, hey, unterstütze mich da, sondern die verkaufen einfach ihre eigenen Infoprodukte. Deswegen finde ich es super, dass es so ein paar Leute wie dich auf dem Markt gibt, die da so unterstützen. Und gerade Marketing-Funnels, da wird zu wenig drüber gesprochen. Das ist wirklich, es führt ganz schnell zum, also wenn man es richtig macht, kann man da echt gute Verkäufe mit erzielen. Ja, ob das jetzt so eine Videoserie ist, ob das jetzt ein E-Book ist, ob das jetzt ein physisches Buch ist, ja, mit Versandkosten, ob das jetzt eine Blogreihe ist. Das ist wirklich, damit catcht man die Leute, weil man weckt das Interesse nochmal. Mhm, genau, und vor allem, man kann über Online natürlich sehr geil Vertrauen aufbauen. Und darum geht es ja vor allem beim Marketing-Funnel, dass
man im Endeffekt ein hochpreisiges Produkt, eine Dienstleistung, ein Agenturgeschäft, irgendwas verkaufen möchte, wo Leute eben nicht die sofortige Kaufentscheidung treffen. Das sind dann auch größere Beträge, die investiert werden. Da braucht man erstmal ein bisschen mehr Input und Information und Glaubwürdigkeit, dass der Typ wirklich genau das auch umsetzen kann später. Und dafür ist sowas natürlich sehr stark, dass man da eine mehrteilige Videoserie hat, dass die Leute da erstmal reingehen können, das Thema, dass sie erstmal verstehen, okay, der weiß wirklich genau, wovon er da spricht. Und dann ist eben auch einfach, diesen Abverkauf zu machen. Und das geht sowohl für Dienstleistungen, das geht aber auch genauso gut im E-Commerce. Und gerade umso teurer das Produkt, umso mehr lohnt sich das eben, in dieses Thema reinzugehen, in dieses Marketing-Funnel-Thema. Wir haben zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht bei Supplements zum Beispiel, dass wir auf einer Landingpage nicht nur, ich sag mal, eine einzelne Dose verkaufen, sondern wirklich auch direkt da anbieten, dass man direkt 3 Dosen kaufen kann oder 6 Dosen und dann natürlich einen Rabatt bekommt. Und das Spannende ist, dass wirklich Leute auch dann 6 Dosen auf einmal direkt kaufen, wenn das Marketing davor gut ist. Und dann habe ich natürlich einen ganz anderen Kundenwert, als wenn ich nur für 49 Euro die Dose verkaufe und der Kunde direkt für 287 Euro den Kauf mit 6 Dosen mitnimmt. Das ist ja ein 3-4-facher Kundenwert, den ich dann habe, den ich ja wieder vorne ins Marketing investieren kann, was andere dann gar nicht können, weil die eben nur eine einzelne Dose beim Onlineshop verkaufen. Ich denke, das Thema ist so wichtig, dass man nur ein Video draus macht. Wir werden mehrere Videos machen zum Thema Marketing-Funnel. Abonniert den Channel und bis dahin. Alles Klärchen. Bis dann, euer Mario. Ciao.